Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hui. Ich war jetzt gerade beim Lidl gewesen, habe uns da eigentlich nur Brötchen geholt und Aufschnitt. Also das, was es halt beim Aldi nicht so gibt. Aber jetzt fahre ich kurz zum Aldi nebenan, um auch nur ein paar Kleinigkeiten zu holen. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Ich wollte nur erst einmal das Video starten und guten Morgen sagen. So, kurzer Food Haul. Da hinten sind meine Brötchen. Hier noch die Brötchen für meinen Mann. Ich habe einmal, du bist kein Vielfalt. Ich habe einmal Klopapier mitgenommen, weil wir tatsächlich unsere letzte Packung ist jetzt die Hälfte oder sowas. Also ist schon ein bisschen was weg. Dann habe ich 6-mal Milch mitgenommen. Die Dinger haben mich extrem angelacht. Ich hatte jetzt letztens welche mitgenommen, diese länglichen. Die sollen auch eher so für oben sein, zum Markieren. Das sind auf jeden Fall, die sollen für mich sein, weil die sind so pastellig. Und damit mag ich immer ganz gerne zu arbeiten. Deswegen sind die einmal mitgekommen. Und diese 2 Säfte bzw. Smoothies, das sind ja, die sind richtig dickflüssig, wie wenn man sie frisch gepresst hätte. Erdbeer-Apfel-Banane-Smoothie und einmal Mango-Passionsfrucht-Smoothie. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Genau. Und ich werde mir aber auch demnächst wieder mal selber Smoothies machen. Ich habe ja genug Früchte hier und gestern auch frische geholt. Und ich schütte die immer gerne mit so Kirschsaft auf. Ich weiß auch nicht, warum, habe ich mir so angewöhnt. Da habe ich noch mal ein paar Quetschis mitgenommen, wie immer eigentlich. Hier diese Apfel-Erdbeer-Banane. Und es gab jetzt neue, und zwar diese hier. Die sind jetzt, die habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Ich schaue immer nach diesen Verschlüssen, dann weiß ich genau, welche der Lias nämlich mag und welche nicht. Das habe ich mich, ich weiß, alles, was Rotes mag, auf jeden Fall. Und hier Birne mag eigentlich auch, deswegen ja. Wir hatten keine Brezeln, deswegen habe ich da eine Packung mitgenommen. Also es ist so eine Packung, die aber in 2 einzelne unterteilt ist. Dann unsere Milchbrötchen mit so Schokostücken drin sind auch jetzt leer gegangen. Dann hier, das hat mein Mann jetzt heute Morgen oder gestern gegessen. Das mochte er sehr gerne, deswegen habe ich das mal wieder mitgenommen. Geflügel, Mortadella und das ist seine eigentliche Wurst. Achso, die ist übrigens jetzt vom Lidl und die Brötchen sind vom Lidl. Alles andere ist jetzt vom Aldi. Hähnchen-Leona mit Kirschpaprika. Dann einmal Emmentaler, dann hier Schlagsahne 3 Stück. Dann Lias seine Marmelade, diese Waldfruchtmarke am liebsten. Dann habe ich jetzt noch einmal hier so eine Soße mitgenommen. Die ist gestern nämlich leer gegangen und 2-mal Rahmsoße. Das war's. Mehr ist es gar nicht. Also ganz, ganz, ganz schneller Einkauf. Maus, Maus. Maus, Maus. Jetzt hast du keine Lust mehr, gestern genug gespielt. Maus, Maus. Ich bin böse, gell? Wow. Ja, du kleine Kuschel. Du bist ein Kuschelbär, gell? Du bist mein Kuschelbär. Mal ciao, ciao. So, ein paar Stunden später. Wir haben mittlerweile, wow, schon 23:30 Uhr. Aber ich muss heute nicht kochen, weil wir haben noch genug Reste von den letzten 2 Tagen. Ich habe jetzt hier unten gerade gesessen, auf dem Boden mit den Samen gespielt, beziehungsweise nebenbei meinen Vlog zu Ende geschnitten. Das speichert jetzt auch gerade ab. Und jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt. Der Bürostuhl für meinen Mann ist angekommen. Genau, mit UPS. Ich habe gestern noch mal geschaut und da hieß es, das soll eigentlich, war für morgen geplant, für Donnerstag. Aber cool, dass der heute schon da ist. Ich werde ihn gleich mal auspacken und dann mal schauen, ob der leicht aufzubauen geht, beziehungsweise vielleicht tragen wir den lieber in den Einzelteilen nach oben und bauen den dann oben zusammen auf. Ist ja vielleicht gescheiter. Mittlerweile ist Bibi Samo auch am Start hier, wie man sehen kann. Joa, genau, ich zeige euch den dann, wenn der aufgebaut ist. So, Samu tobt sich da hinten aus und ich baue jetzt mal schnell den Stuhl zusammen. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie das aussieht. Also einmal wird hier diese Rückenlehne, dann dieses untere Teil geliefert, dann hier dieses schwarze Rädchen praktisch war alleine und die Räder habe ich jetzt einfach nur mal drauf gemacht. Dann dieses Teil zum Hoch- und Runterfahren, dann hier die Armlehnen. Hier ist noch ein Ersatzrad mit dabei, das hier
Und die Schrauben waren mit dabei und sogar noch Ersatzschrauben. Also eigentlich ganz easy, deswegen legen wir los. Gleich kommt die Milch wieder raus. Boah, ich fühle mich wie neugeboren. Den Samu hatten wir gerade hingelegt, also beziehungsweise wir haben Mittag gegessen, haben den Samu danach hingelegt, aber irgendwie hat er kein Interesse am Schlafen, I don't know, aber er lag jetzt bestimmt so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, als währenddessen ich im Bad war, war er im Zimmer und hat die ganze Zeit mit vor sich her gebrabbelt. Jetzt werde ich mal meine Haare föhnen, mich schminken und dann ein Reels drehen. Dabei, mir Locken zu machen mit dem Dyson Airwrap. Jetzt noch den Oberkopf und dann schminke ich mich und dann zeige ich euch später mal das Endergebnis. Mit meinen Locken bin ich fertig, habe die nur so ein bisschen zurückgesteckt, die werde ich dann später ausschütteln mit den Händen einfach. Der Samu hat kein Interesse, einen Mittagsschlaf zu machen und ist gerade hinter mir am Sessel und räumt gerade meine Handtaschen aus. Aber ich kann mich zumindest in Ruhe schminken. Ah, Katastrophe. Es hat gerade schon wieder angefangen zu schneien. Also es ist wirklich, es hört überhaupt gar nicht mehr auf. Ich habe mich gerade so erschrocken, weil eine richtige Schneemasse vom Dach runtergerutscht ist auf unsere Ecke, da wo wir unsere ganzen Sachen verstaut haben. Also wirklich, hier war es kurzweilig komplett weiß vor meinen, also komplett voller Schnee vorm Fenster. Katastrophe. Also langsam reicht es hier mit dem Schnee. Schaut ihn euch mal an. Jetzt ist er da an meinem Tisch hochgeklettert und geht wie immer wieder an die Kerze. Der liebt die Deckel von den Avan May-Kerzen. Die sind ja aus so einem Holz. Und die steckt er sich in den Mund und isst sie halb auf. Katastrophe, Kind. Oh Mann, Leute. Alles, was ich gerade benutzt habe, Augen und Kontur und alles drum und dran, ist Hoola Bronzer. Das ist die genialste Farbe überhaupt. Also mit dem hier, ich könnte mal so ein Video drehen, so eine Challenge, so wenig Produkte wie möglich zu verwenden, um irgendwie so ein Full-Face-Make-up zu machen. Also ich bin ja zum Beispiel ganz großer Liebling davon. Ich habe jetzt zwar eine Foundation drauf, und zwar diese hier, meine Lieblingsfoundation, die Catrice, von Catrice. Aber damit, das ist ja das, was ich eigentlich hauptsächlich benutze, um dann Pickelunreinheiten abzudecken und dann Puder drauf und dann geht es eigentlich schon. Aber mich würde mal interessieren, wie kriege ich ein Make-up hin, also so ohne wirklich so, also so wenig Produkte wie möglich zu verwenden. Und das ist schon mal wirklich so ein Produkt, wo ich sage, okay, damit kann ich konturieren, damit kann ich bronzen, damit kann ich Lidschatten machen für unten, oben. Im Notfall könnte man vielleicht auch die Augenbrauen ein bisschen mit auffüllen, aber ist vielleicht dann doch ein bisschen zu hell. Naja. So, jetzt räumt er meine Schubladen aus. Kann man auch machen, warum nicht? So, ich werde euch auch gleich auf Samu, nein, nein, nein. Ich werde euch auch gleich auf Instagram, ich wollte so ein Reels drehen. Mit den neuen Produkten oder mit den aktuellen Produkten von Banana Beauty. Das ist ja für Valentinstag die Edition. Ich glaube, ich habe es euch vor ein paar Tagen schon gesagt, dass da neue Sachen rauskamen, aber ich wusste jetzt nicht genau, wann die gezeigt werden. Da sind drei Liquid Lipsticks dabei, so ein richtig schöner, bäriger Ton irgendwie, richtig, richtig nice. Dann so ein, es ist ein Nude Rosa, würde ich sagen, und ein richtig genialer Rotton. Ihr wisst, ich stehe ja so sehr auf Rottöne, deswegen den werde ich bestimmt drauf machen. Dann ist hier eine Mascara mit dabei. Das Packaging ist halt auch richtig schön. Da steht überall auf dem Deckel so Love drauf und ist halt dieses schöne dunkle Rot. Und das hier ist ein Highlighter-Stick. Darauf bin ich auch gleich richtig, richtig gespannt, den auszuprobieren. Oh, Samu, ey. Ja, du liebst diese Deckel, gell? Ja, ich werde dir alle Deckel aufbewahren. Also ich habe schon heute mittags zu meinem Mann gesagt, zum nächsten Geburtstag kriegt der Samu eine Kiste voller Deckel.
Oh, jetzt ist beim Nachbarhaus auch ganz, ganz, ganz viel runtergekracht. Also wenn man hier unten gerade stehen würde, man würde einmal so richtig halb erschlagen werden. Oh Mann. So. Haare aufgeladen. Boah, meine Ohren sind so rot. Katastrophe. Vom heißen Föhnen, weil der Dyson ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Föhn. Ja. Yeah. Was gibt's zu erzählen, ne? So, Highlighter probiere ich jetzt mal aus. Schau mal. Ich bin ja so ein... Ich liebe pudrige Produkte. Also alles, was so cremig ist, damit komme ich nicht so gut klar. Deswegen muss ich mal gucken, gerade weil ich jetzt ja auch komplett schon Puder drauf habe. Ich glaube, ich werde das mal anders machen. Und zwar hier den Schwamm nehmen. Der ist nämlich noch nass. Und das vielleicht darüber. Das funktioniert. Dann besser ein bisschen auftupfen. Weil wenn ich mir jetzt hier so einen Strich gesetzt hätte, kann sein, dass ich es nicht richtig gut verblendet bekomme, weil ich einfach schon komplett mit puderigen Produkten geschminkt bin. Aber ich bin absolut der Pudertyp. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Eher Puder oder eher flüssige Produkte? Es gibt so ein, zwei flüssige Produkte, die ich ganz nice finde. Gerade so im Sommer. Aber im Prinzip bin ich schon Pudertyp. Sehr nice. Und ich habe den ja jetzt wirklich in tupfenden Bewegungen drauf gegeben. Wenn man den so richtig schön draufklatschen würde, will ich gar nicht wissen, wie er dann shiny shiny macht. Ich werde jetzt trotzdem meinen geliebten Bäcker verwenden. Und zwar für unter die Augenbrauen und im Augeninnenwinkel. Samu, was machst du da? Räumst du mir meine beiden Handtaschen aus? Ich denke mir die ganze Zeit, am Ende grapscht er sich irgendeiner meiner Beauty-Produkte, Lippenstifte, die da drin sind, die endlos teuer sind. Und macht die auf und kaputt oder so. Aber du interessierst dich nur für die Kerzen und für die Abschminktücher, gell? Okay. Das ist die erste Schicht. Ich muss sagen, ich normalerweise... mag ich Mascaras, wenn die so ein paar Mal, ich habe sogar es manchmal so gemacht, dass ich Mascara mal so 10 Minuten habe offen stehen lassen oder mehrmals gepumpt habe, dass da Luft reinkommt, weil die am Anfang ja so irr sind. Das habe ich aber nur bei den Mascaras, die aus der Drogerie sind. Aus dem High-End-Bereich habe ich das irgendwie gar nicht. Wobei bei Benefit auch manchmal. Aber zum Beispiel bei denen hier von Banana Beauty, ich hatte ja jetzt schon... Das ist die dritte Mascara, die ich teste. Und ich hatte bei allen dreien das Gefühl, dass wenn man die das erste Mal benutzt, dass die schon so fein sind. Ja, also dass es nicht so ist, dass man erstmal abwarten muss sozusagen. Der macht nur Blödsinn im Hintergrund. Schau mal. Eieieiei. Der kommt übrigens mit den neuen Schuhen richtig gut klar. Weil er damit einen besseren Stand hat. Also er kann viel besser irgendwo dran stehen und sich festhalten. Mit den Füßen war er manchmal ein bisschen wackelig. Vielleicht wegen diesen dicken Socken oder so. Wenn er barfuß laufen würde, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Ich glaube, laufen lernen in warmen Jahreszeiten ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Naja, auf jeden Fall kommt er jetzt mit den Schuhen viel, viel, viel besser klar. Vor allem Schuhe, wie sich das anhört, das sind ja ganz weiche Hausschuhe. Natürlich ist es immer am besten, die Kinder nicht in englische Schuhe reinzustricken und sie so natürlich wie möglich zu lassen, dass sie da einfach mit ihren Füßen sozusagen stehen und damit laufen lernen. Ja. Deswegen wärmen sie auch nicht die ganze Zeit an die Schuhe. Der räumt mir hier alles aus. Du räumst mir alles aus. Wie finde ich denn das? Okay.
So, fertig. Alle Aufnahmen sind im Kasten. Jetzt muss ich nur was Gescheites daraus zuschnippeln. ich habe, das habe ich euch ja gerade gezeigt, diesen Highlighter hier verwendet. Das ist übrigens Friends with Benefits. Diese Mascara heißt Soulmate. Und diesen Rotton habe ich ja hier gerade drauf. Das ist Next, Ausrufezeichen. Cooler Name. Genau, mein Mann ist jetzt gerade den Dias abholen gegangen und er hat den Samo mitgenommen, dass ich hier gerade mal die paar Aufnahmen in Ruhe machen kann. Und jetzt werde ich dann alles also zusammenschnippeln, aber das kann ich dann auch machen, wenn die Jungs da sind. Genau. Und dann werde ich nochmal versuchen, ein paar Aufnahmen hinzubekommen für Zeig doch mal. Genau, ich hatte ja eine Umfrage gemacht, beziehungsweise keine Umfrage, sondern ich habe euch gefragt, was ich euch denn zeigen soll. Es gibt ja so ein Format, Zeig doch mal. Das kann alles Mögliche sein. Und da habe ich viele, viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Und deswegen versuche ich da nochmal einige von zu beantworten. Aber ich werde jetzt als allererstes nach unten gehen, mein Reels hier zusammenschnippeln und es online stellen, mein Video fertig bearbeiten und online stellen. Also es ist auf jeden Fall jetzt noch einiges zu tun. Ich bin die nächsten 2 Stunden auf jeden Fall noch gut beschäftigt. Und ja, oh, ich liebe die Locken, die der Dyson Airwrap macht. Das ist so, die sind so, ich weiß nicht. Die sind so undone, sage ich immer. Also man kann natürlich noch, ich bin jetzt nur so ganz leicht durch die Locken gegangen, man kann jetzt noch richtig schön rumkämmen, aber ich mag diesen Effekt, dass es hier jetzt sehr glatt ist und dann unten die Locken erst. Und das kann man natürlich auch anders machen, wenn man möchte, gerade wenn man so mit richtigen krassen Lockenstäben arbeitet. Ich habe jetzt die letzte Zeit immer die Locken direkt von hier oben gehabt. Fand ich auch cool, aber der Look gefällt mir jetzt auf jeden Fall auch gut. Gerade mit den roten Lippen. I like it. Ihr Lieben, ich habe gerade mal geschaut, diese LE, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es die geben wird, auf jeden Fall bis zum Valentinstag. Und mein Code Amanda Love, ich werde euch nochmal alles in die Infobox schreiben, ist nämlich ausnahmsweise mal nicht 24 Stunden gültig, weil oftmals ist es so, wenn ich euch von Banana Beauty einen Code mitteile, ist es meistens auf Instagram, also Insta-Stories und oftmals auch nur 24 Stunden lang gültig. Aber dieser Code für Valentinstag ist 33% auf alles ab 29 Euro Mindestbestellwert. Also es gilt jetzt nicht nur auf diese LE-Sache, sondern wirklich auf alles, auf Sets, auf Einzelprodukte, egal was, 33%, mega. Und bis zum 15.02. ist der absolute Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich jetzt wirklich, weil ich werde immer wieder gefragt, gerade auf Instagram, auf der in Direktnachrichten, hey Amanda, hast du einen Banana-Beauty-Code? Und ich muss dann immer sagen, nein, leider nicht, weil die meistens, wie gesagt, nur 24 Stunden gültig sind. Und jetzt habe ich endlich mal einen Code, den ich wirklich zumindest die nächsten 2,5 Wochen ungefähr nennen kann. Richtig genial. So schön. Schaut mal auch hier oben mit den Herzen und mit den Flügeln. So hübsch. Also wenn ich die geschenkt bekommen würde zu Valentinstag, egal ob es mein Partner ist oder sonst wer. Ich hab gerade auch schon gesagt, weil Valentinstag ist ja nicht nur für Pärchen. Valentinstag ist der Tag der Liebe. Das heißt, man kann auch gerne mal der Mama eine Überraschung machen, der besten Freundin oder sonst wem. Natürlich auch dem Partner, gar keine Frage. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Also man kann es wirklich, ja, ist ja der Tag der Liebe. Egal, wen ihr eine kleine Freude machen möchtet. Sogar euch selbst, denn Self-Love ist ja das aller Wichtigste. Deswegen, wenn ihr euch selber eine kleine Freude machen möchtet und euch selber beschenken möchtet, dann go for it. Warum nicht? Also, ja. Ich habe hier jetzt gerade währenddessen schon alles weggeräumt, was ich alles gebraucht hatte zum Schminken. Das mache ich immer. Ich denke mir immer, wenn ich in anderen Videos, egal wo, ob es auf YouTube oder Instagram sehe, wie der Schminktisch so unaufgeräumt ist, wo 1000 Sachen da rumstehen oder sowas, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich bin jemand, ich hole mir meine ganzen Sachen raus, stelle sie mir hin und mit den Sachen schminke ich mich dann. Und ich räume die auch immer wieder zurück. Klar, jetzt, wo ich Kinder habe, ich habe da auch Angst, dass wenn hier alles frei rumsteht, dass sie sich irgendwas greifen und kaputt machen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das damals auch schon immer so gemacht. Also damals, wo ich noch alleine gelebt habe, zum Beispiel in der kleinen Wohnung, war es so, dass ich auch immer meine Sachen direkt wieder zurückgemacht habe. Also ich mag das sehr gerne, dass dann auch alles aufgeräumt ist. Meine Schubladen sind auch nie unordentlich, wirklich nie. Ich lege das dahin zurück, wo ich es hergeholt habe und fertig. Also so handhabe ich das auch mit meinen ganzen anderen Sachen hier. Schuhe, Klamotten und so weiter. Ich hole mir eine Sache raus.
Und wenn sie dann von der Wäsche irgendwann wieder zurückkommen, hänge ich sie da wieder hin und das war's. Also bei mir sieht's nie unordentlich aus, unaufgeräumt oder weiß der Geier was. Überhaupt nicht. Also zumindest auch seitdem ich hier diesen krassen Platz habe. Ich weiß noch, mein Kleiderschrank in der alten Wohnung war manchmal unaufgeräumt, aber nicht unbedingt unaufgeräumt, sondern eher, weil ich keinen Platz hatte, habe ich dann vieles stopfen müssen und stapeln müssen. Das war das eigentliche Problem. Aber so, seitdem ich hier Platz habe, dieses Zimmer war noch nie unaufgeräumt. Also klar steht mal was auf dem Boden rum, gerade wenn irgendwie ein Geburtstag kurz bevorsteht und ich dann hier alles lagere oder dann steht hier auch mal ein Wäschekorb für irgendwie 2, 3 Tage. Das kann auch passieren, gar keine Frage. Oder dann mal irgendwie, keine Ahnung. Aber im Grunde, ich muss nie irgendwie ein Grundaufräumen machen. Also, dass ich sage, ich muss jetzt den Kleiderschrank komplett neu aufräumen oder die Schminke, weil alles durcheinander geraten ist oder sowas. Überhaupt gar nicht. Also ich lege das dahin zurück, wie gesagt, wo ich es hergeholt habe und dann hat man so eine Grundordnung drinne und spart sich viel, viel, viel Zeit.